herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Hier ist euer Basti und ich bin an meinem Geburtstag heute, 24. Juni, im Toverland, in Holland. Oh, und da fahren wir gleich mit meiner Freundin. Und es ist heute Montag, der Parkplatz. Oh, die Holzachterbahn, ich freue mich so. Also wir haben die Hoffnung, weil heute ist Montag, der Parkplatz ist leer. Keiner hat Urlaub und Ferien und sonst was, dass es schön leer ist und wir heute viel Spaß haben. Ich mache ein kleines Video und hoffe, ihr habt ein bisschen was zu sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Oh! Das wird geil, ich freue mich. So, sehr nah die Aufnahme jetzt, aber unsere erste Achterbahn wird tatsächlich jetzt Troy sein. So heißt ja die Holzachterbahn. Und ich finde ja schon mal allein dieser Weg hierhin, der Wartebereich, da kann ich mir einiges für Planet Coaster abgucken. Das sieht ja richtig schön aus hier. Man sieht eigentlich nur meinen Kopf gerade. Ich renne mal jetzt vor, ich drehe die Kamera. Ja, und ich will mich an der Stelle auch noch mal ein bisschen entschuldigen, dass die Tonqualität natürlich nicht ganz optimal ist. Ich habe die Videos hier alle mit meinem Handy aufgezeichnet in dem Park an dem Tag. Ich habe meine andere Cam leider vergessen. Aber nichtsdestotrotz kommt hoffentlich genügend für euch rüber. Hier rechts ist der Ausgang von Troy und dann ist hier dieser Teich. Da kann man nicht drüber hüpfen mal eben und sich wieder direkt anstellen. Wenn dann hier rechts über den Zaun, aber da reißt man sich dann im Zweifel die Hosen auf. Und dann sieht man hier den Blick auf die Achterbahn, auf diese wunderbare Konstruktion. Und dann geht es hier einmal durch das Türchen durch. Das hier ist nochmal der Blick, wenn man von außen vom Parkplatz auf den Haupteingang kommt. Und da sieht man das Ganze und dann hier auch schön die gemütliche, chillige Melodie. Ja, und was halt auch sehr nice ist, dass wenn man in der Station steht, dann kommt die Bahn da an und die rauscht hier einmal ordentlich durch. So, wir sind ja jetzt im Park drin und die erste Bahn, die wir jetzt gefahren sind, war die Holzachterbahn, die auch gleich am Eingang war. Troy heißt die Bahn. Und ich bin gerade noch sehr geflasht. Mir hat sie richtig Spaß gemacht. Aber ich habe gedacht, die ist ein bisschen weicher. Die rumpelt doch da schon ganz schön rum. Aber man hat wirklich schön viel so, wo man aus dem Sitz gehoben wird. Erst Airtime und schön die Kurven. Und dann geht es auch hoch und dann ganz schnell wieder runter. Und oh, herrlich. Also ich habe jetzt die Fahrt nicht gefilmt. Aber es gibt ja Videos bei YouTube. Und richtig geil. Ich will hier heute nochmal fahren. Es fährt jetzt gerade mal ein Zug. Es ist ja nicht voll im Park. Ich weiß nicht, ob die irgendwann ein bisschen schneller noch machen. Wir mussten jetzt doch schon 20 Minuten warten, glaube ich. Ne? Ja. 15. Ja, 15? Ja. Wir gehen jetzt zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir jetzt machen. Vielleicht eine Wasserbahn, ein bisschen auffrischen, weil heute ist extrem heiß hier. Ja, und dann sind wir nach der Troy-Fahrt, um uns ein bisschen zu erfrischen, weil es war wirklich ein heißer Tag, hier zu Django River gegangen. Da begrüßt uns das Schild und auch direkt die Thematisierung hier. Wirklich schön gemacht. Ich kann das nicht oft genug wahrscheinlich in diesem Video sagen. Wirklich überall so viele Details, selbst dass hier so ein bisschen Qualmeffekt ist, so ein kleiner Nebeleffekt. Und ja, da vorne ist das Eingangsgebäude und ja, dann sieht man auch, dass das relativ hoch gelegen ist alles. Auch die Strecke an sich, die ist relativ hoch vom Park gesehen, ja. Und da sehen wir auch gleich noch eine Außenaufnahme. Mit einem kleinen Überblick, was hier so los ist. Da hinten sind viele Wasserspiele und auch diese ganze Strecke ist einfach wunderschön gemacht. Du siehst viele Sachen so dann neben der Strecke noch. Und ja, ist nicht komplett abgekapselt. Das ist irgendwie mittendrin, aber doch ein bisschen weiter oben und sehr cool. Damit man das auch mal im Video hört, was hier für ein Lärm ist. An einem Montag. Jetzt sind sie auf einmal leise. Ist das schön! Und dann kam ja für mich eine absolute Highlight-Achterbahn. Booster Bikes heißt das Gefährt hier. Ihr seht, wie die Leute da drauf sitzen. Das Ding geht ziemlich gut ab, sag ich mal. Also es ist, man von außen würde man meinen, das ist sehr easy. Aber es hat eine richtig angenehme Beschleunigung, angenehmes Tempo. Die Fahrt ist relativ kurz. Und jetzt nochmal von hier gesehen, sehr cool das Ganze und sowas habe ich noch nirgendwo gefahren und ich bin echt wirklich begeistert, hat wirklich Spaß gemacht. Man hat Gott sei Dank aber auch nicht so lange dafür angestanden. Wir kamen ja nach nach zwei Fahrten sind wir da schon dran gekommen. Und ihr seht auch auf engstem Raum hier schön verkorkst hier das Ganze. Der eine ein bisschen ärgerlich mit seinem Handzeichen da in die Kamera. Aber wirklich eine sehr schöne Achterbahn, die macht echt Spaß. Eine gute Laune Achterbahn, finde ich. Und allein, dass man da so wirklich sitzt wie auf einem Motorrad und dann auch diesen Lenker da festhält, hat irgendwie extrem was.
Dann gibt es noch diese Bahn hier, Twisted Coaster, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, das Ding. Auf jeden Fall ist es auch mit Musik an Untermalung, das hört man jetzt von außen halt nicht. Aber auch da kam er eigentlich ziemlich direkt dran, das war super geil. Und hat auch mega Spaß gemacht, die Thematisierung, brauche ich euch nicht viel erzählen. Auch da im Wartebereich hat man ein bisschen was zu sehen und es ist wirklich sehr angenehm. Schöne Fahrt und einfach Spaß. Echt, wirklich einfach nur Spaß. Ja, und an einem Tag, wo über 30 Grad sind, da lasse ich mir das natürlich nicht nehmen, mich irgendwo zu erfrischen, wenn da irgendwo Wasserspiele sind. Und hier waren wirklich einige Wasserspiele in dem Park. Also für warme Tage perfekt auf jeden Fall. Yay! Kann ich dazu nur sagen. Sehr cool. Ich werde auch in dem Video nicht dazu kommen, euch alles zu zeigen, was es in dem Park gibt. Auf jeden Fall sind da zwei Hallen, wo ihr Indoor genügend Spaß haben könnt. Unter anderem hier sogar eine Kinderachterbahn, die bin ich gar nicht gefahren. Noch andere Rutschen und kleine Attraktionen. Also sehr cool, da gibt es wirklich viel zu bieten. Aber wir sind jetzt gleich noch in dem Bereich, wo Phoenix ist. Und das sehen wir jetzt. So, wir sind jetzt in dem neuen Bereich hier im Park angekommen und das sieht einfach aus wie geleckt hier. Der Bereich heißt ja Avalon und die Achterbahn Phoenix. Ein Wing Coaster. Man hängt praktisch neben der Strecke und das Teil ist zwar nicht lang, die Strecke, aber wir gucken uns das jetzt mal hier an. Ich bin so faszinierend. Oh. Oh nice, das sieht so geschmeidig aus. Herrlich, und da werde ich jetzt gleich mitfahren. Ach, die fährt ja hier nochmal eine Runde. Ah, ich gerade verpeilt. Ey, das ist richtig geil. Und wie diese Landschaft hier gemacht ist, die Thematisierung, finde ich auch echt der Hammer. Das sieht hier alles aus wie geleckt. Richtig schön. Und wir gehen mal hier einmal lang, ja. Hier kommt, oh, diese Springbrunnen. Dann kann man hier gleich mit so einem Boot langfahren. Mache ich jetzt auch noch mit meiner Freundin. Wird alles ganz chillig und gemütlich. Ich freue mich so, hier zu sein. Sehr schön. Und es ist auch perfektes Wetter für so einen Tag hier. Geil. Ja, wir sind jetzt ja gerade auf dieser Flussfahrt hier gefahren. Merlins Quest. Oder fahren immer noch gerade. Das ist so idyllisch hier, diese Landschaft. Die Achterbahn. Alles im Hintergrund. Ich freue mich auch so mega drauf. Ich bin jetzt, der Hype geht immer höher, dass ich jetzt gleich hier mitfahren werde. Meine Freundin will, glaube ich, nicht mitfahren. Aber wir fahren jetzt hier gerade zum Fluss. Und ihr seht jetzt auch nochmal ein Video, wie wir da in diese Höhle gerade reingefahren. Merlins Höhle, wie auch immer. Das ist ja richtig schön gemacht. Meistens muckt das hier immer in diesen Höhlendingern drin, bei diesen Bahnen. Aber da kam ein richtig schöner Geruch durch. Oh, hier durch nach unten. Boah, jetzt ist es echt durch. Nee, war sehr schön. Auch sind wir vorhin mit dieser Django River, wie heißt die nochmal? Die Django River, da gefahren, so eine runde Wasserbahn, ja. Also so eine Mountain Rafting Bahn. Die war auch super gut, allein von der Thematisierung. Und im Gegensatz zu neulich, ich war ja neulich im Heidepark, da ist ja auch diese Mountain Rafting Bahn, fand ich die viel besser hier. War viel mehr Action drin, auch Wasserfälle, Wasser von oben wurde mal hingespritzt. So. Also war echt cool, also war eine schöne Fahrt. War zwar nicht alles so lang wie in anderen Parks, plätschert das auch immer so ein bisschen rum, aber echt cool. Und dann hatten wir noch die andere Wasserbahn, da zeige ich euch jetzt auch noch gerade das Video, was ich da aufgenommen habe im Hintergrund, eine ganz normale Baumstammbahn, die fährt in dieser Halle los, weil hier im Park ist ja auch so eine Halle, wo du in der Halle für Kinder so Spiele machen kannst. Und ja, die war auch super cool. Der erste Sturz ging auch erstmal rückwärts runter, was ich gar nicht mehr wusste. Und dann draußen nochmal ein Sturz. Das war einfach zweimal rein, hoch, runter und raus ins Nasse. Hätte ich meine Arme nicht so hoch gemacht, wäre ich nicht klitschnass geworden. Aber das war heute an dem Tag, wir haben über 30 Grad hier, war das super. Ja, ich werde euch gleich berichten, wie es hier drin in dieser Bahn war. Phoenix. Ich weiß, eigentlich heißt es Phoenix. Phoenix. Naja, ich bin gespannt. So Leute, also wir sind jetzt fast am Ende vom Tag heute. Oh, das ist echt, ich muss sagen, das ist ein richtig toller Park hier. Ich habe ja noch gar nichts gesagt wegen Phoenix. Ich bin zweimal mitgefahren, einmal ganz vorne in der ersten Reihe, da seht ihr es sehen gleich. Dann noch weiter auf der anderen Seite. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen, man wird richtig schön reingepresst in den Sitz, man wird rausgezogen.
es dreht sich super geschmeidig alles und die ganze Fahrt ist super geschmeidig. Mehr kann ich nicht sagen. Es hat einfach richtig Spaß gemacht und die Thematisierung ist der Hammer. Dann waren wir eben noch in so einer Bobbahn. Also ihr kennt das, so eine Bobrodelbahn, wo man den Berg runterfährt. Das Ding hier ist von selbst angetrieben und ist total lustig. War echt viel Spaß. Eine kurze Fahrt, aber alles gut, hat richtig Spaß gemacht. Und auch die Thematisierung hier. Das braucht sich echt nicht vor sowas wie ein Phantasialand verstecken, weil das richtig schön gemacht ist. Das ganze hier alles, das ganze Gebiet, es ist einfach so schön gemacht. Ganz toll. Ganz, ganz großes Kino. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch in ein, zwei Bahnen reingehen können. Und dann gibt es noch eine Verabschiedung. Ja, wie gesagt, das war ein wunderbarer Tag im Toverland. Wir hatten da wirklich sehr viel Spaß, schöne Attraktionen. Und am Ende konnte ich sogar noch viermal Troy fahren. Das habe ich jetzt nicht mehr gezeigt und gesagt im Video. Aber da war nichts mehr los. Ich konnte sogar sitzen bleiben. Und das ist einfach ein Traum für eine Achterbahn fahren. Also es war wirklich ein mega Tag. Ich kann euch den Park nur wärmstens empfehlen. War wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin gespannt, wie der sich so weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Und bestimmt fahre ich da nochmal hin. Und ja, das war mein Tag im Toverland. Ich verabschiede mich. Macht's gut, euer Basti.